Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst mal die Koalition loben. Ist übrigens, falls da die Bedenken jetzt eintreten, kein vergiftetes Lob. Wir reden heute über, ja, nur kurz, das in der Tat, Herr Waldmüller, wir reden heute über Tourismusförderung. Und ich glaube, wir alle können konstatieren, dieses Land hat sich touristisch hervorragend entwickelt. Der Tourismus ist einer der tragenden wirtschaftlichen Bereiche. Wir haben inzwischen eine gute, ausgebaute touristische Infrastruktur und das verantworten mit Sicherheit auch die Landesregierungen der letzten Jahre. Und da muss man auch gar nicht drum rumreden als Opposition. Konstruktive Opposition heißt auch, derartiges anzuerkennen. Und ein klassisches Zeichen dafür, im vergangenen Jahr knapp 30 Millionen Übernachtungsgäste. In diesem Jahr die Startzahlen sind hervorragend und deuten darauf hin, vielleicht auch unter dem Eindruck der weltweiten Geschehnisse, dass diese Zahlen noch zu toppen sind und dieses Land profitiert immens davon. Das Aber, das Erwartete kommt natürlich jetzt an dieser Stelle. Wir sind in einer Situation, in der wir den Kredit, den wir uns erworben haben in den vergangenen Jahren, verspielen können. Und es muss schon bedenklich stimmen, ich sage das mal an einem Beispiel oder einem Punkt, wenn, wie jetzt jüngst veröffentlicht, das Land in der Radtourismusanalyse des ADFC 4 Plätze auf einen Mittelplatz verliert und gut begründet auch wird, warum dieses Ranking für uns so negativ ausgeht, weil es etwas damit zu tun hat, in welchem Zustand sind die Radwege, wie sind die Ausschilderungen und was muss nicht eigentlich alles bei den touristischen Lückenschlüssen getan werden. Herr Schulte, ich bin genau beim richtigen Antrag, weil wir ja bei der Frage sind, wo müssten wir investieren? Wo müssten wir investieren? Und sehr geehrte Damen und Herren, ein weiterer Punkt, den ich an der Stelle benennen will, ist, wir sind möglicherweise auch dabei, Kredit zu verspielen, weil der große Schatz, weshalb viele, viele Menschen zu uns kommen und ihren Urlaub hier verbringen, ist die Natur und ist die Umwelt, ist die weitgehend intakte Natur und Umwelt. Deshalb kommen die Leute nach Mecklenburg-Vorpommern und das ist auch gut so und das muss auch so bleiben. Und Fehlentwicklungen kann man sich wunderbar in den Nachbarländern an der Ostsee, Schleswig-Holstein oder auch an der Nordsee, Niedersachsen und Schleswig-Holstein anschauen. Da wird uns an vielen Orten deutlich gemacht, wie man es nicht machen sollte. Jetzt reden wir in der Tat, Herr Schulte hat darauf hingewiesen, über Hotelförderung, über Bettenförderung. Und das ist in der Tat ein interessanter Punkt, weil wenn wir das alles mal vorausstellen, die hervorragende Entwicklung, auf die ich gerade eingegangen bin, dann sollte man doch, und jetzt bin ich beim ökonomischen Argument, annehmen, dass zumindest in den touristischen Hochburgen sich Investitionen auch wirtschaftlich darstellen können, ohne dass es der öffentlichen Förderung bedarf. Wir reden hier bei den vier Vorhaben, die wir angesprochen haben, zumindest in drei Fällen, Wismar, Ahlbeck und Waren-Müritz, von Städten und Vorhaben, die mitten in Tourismusgebieten liegen, die sich in der Tat in der Vergangenheit so hervorragend entwickelt haben. Also ich stelle an dieser Stelle die Frage, vielleicht kann sie der zuständige Minister gleich beantworten, warum braucht es denn Förderungen in Bereichen, von denen ich annehme, dass sie sich eigentlich wirtschaftlich tragen müssten? Und ist Förderung nicht eigentlich dazu da, nur als Unterstützung, als Hilfe zu dienen, ist nicht eigentlich unser Ziel, dass der Markt es in der Tat auch in dem Bereich selbst regelt? Müsste eigentlich ein CDU-Argument sein übrigens. Bin mal sehr gespannt, was der Minister gleich sagt. Die Landesregierung hat das übrigens in der Vergangenheit schon erkannt. Vielleicht war die Grundlage ein Bericht des Landesrechnungshofes aus dem Jahre 2010. Da ist nämlich die Hotelförderung untersucht worden. Und der Rechnungshof kam damals zu einem für die Landesregierung relativ desaströsen Urteil, kam nämlich, ich zitiere jetzt aus dem Rechnungshofbericht, fünfte Wahlperiode, Drucksache 53996, zitiere, insgesamt gewährte das Ministerium Ausnahmen sehr großzügig und durchweg ohne stichhaltige Begründung. Man bezog sich dabei auf die Hotelförderung, die Landesregierung zu diesem Zeitpunkt ausreichte. Der Minister war damals noch nicht im Amt, dafür nicht zuständig, aber es gab damals einen deutlichen Hinweis des Landesrechnungshofs und der Landesrechnungshof wies auch darauf hin, dass er der Auffassung sei, es müsse eine eigene Förderrichtlinie für die Hotelförderung geben. Die gibt es bis heute nicht, aber immerhin hat die Landesregierung
auch in ihren eigenen Förderrichtlinien, wie ich finde, richtige Feststellungen getroffen. Ich will dazu zwei Quellen benennen. Das eine ist die Richtlinie zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Infrastruktur. Da heißt es unter Punkt 5.13, Punkt E, ich zitiere, Investitionen, die zur Schaffung zusätzlicher Bettenkapazitäten getätigt werden, sind nicht zuwendungsfähig. Zuwendungsfähig sind hingegen Investitionen in sogenannte Zusatzangebote, wie zum Beispiel Wellness, Tagung und Sport. Das ist ein interessanter Punkt, wenn wir jetzt nicht über die Hotels reden, weshalb Investoren natürlich auf den kreativen Gedanken kommen, wie in Lohme beispielsweise. Ich setze da ein Wellness-Hotel hin, schaffe 400 Betten zusätzlich und habe zumindest einen relevanten Förderaspekt drin. Ich glaube, Sie stellen hier die falsche Weichenstellung, aber immerhin kommen Sie zu einem Ergebnis und sagen, es sollen keine Betten mehr gefördert werden. Das findet man dann auch in der Förderinstrument-Fibel des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus. Dort heißt es, ich zitiere wieder, Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Bettenkapazitäten werden nicht gefördert. Ja, das gibt es schon länger. Seit dem Jahr 2013 steht das hier drin. Das ist völlig korrekt. Darunter steht übrigens, das will ich nicht verschweigen, Herr Waldmüller, Ausnahmen von den vorgenannten Einschränkungen sind bei Vorliegen besonderer Struktur- und Beschäftigungseffekte möglich. So, und jetzt haben wir in der Tat erst nach der kleinen Anfrage meiner Fraktion, wie ich finde, eine hochinteressante Reaktion des Ministers erfahren. Für mich war selber sehr überraschend, dass das Wirtschaftsministerium nach wie vor offensichtlich plant und erwägt oder zumindest prüft, 4 Großhotelanlagen zu fördern. Neben der offensichtlich schon bewilligten in Neubrandenburg sind es die gerade genannten in Waren auf Usedom und als drittes in Wismar. So, und dieser Ausnahmetatbestand, den ich jetzt gerade beschrieben habe, den erklärt der Minister vor Kamera wie folgt. Ich zitiere, diese Aussage, keine Bettenförderung, stimmt grundsätzlich schon, aber es komme auf eine Einzelfallentscheidung an, vor allem auf die Frage, ob in der jeweiligen Region noch Potenzial vorhanden sei und jeder Fall sei anders. Das ist ein Freifahrtschein, wenn man es so interessiert. Das ist völlig egal, was ich in irgendwelche Förderrichtlinien reinschreibe. Da zieht Willkür ein, da kann ich alles fördern, was ich in dem Zusammenhang will. Sie verletzen einen Grundsatz, den Sie seinerzeit vor vielen Jahren offensichtlich schon erkannt haben. Und jetzt laufen Sie wieder mit den Fördertöpfen durch die Gegend und fördern alles, was nicht schnell genug Beine hat, um wegzulaufen und eine Förderung zu kriegen. Alles, was eine Hotelförderung offensichtlich im Augenblick beinhaltet, wollen Sie fördern. Offensichtlich haben Sie die engen Kriterien, die Sie einmal definiert habe, weil Sie gesagt haben, es reicht vor dem Hintergrund der guten touristischen Entwicklung und eigentlich müsste sich jetzt wirtschaftliche Entwicklung, müsste sich Gastronomie, Hotellerie selbst tragen, insbesondere in den touristischen Schwerpunktbereichen. Das verletzen Sie damit. Und vor dem Hintergrund, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir Ihnen diesen Antrag vorgelegt, aus dem heraus zu entnehmen ist, wir glauben, dass in anderen Bereichen viel eher eine nachhaltige touristische Förderung sinnvoll und notwendig ist, aber die Investitionen in Bettenburgen tragen wir nicht mit und ich hoffe, dass dies auch ein relevanter Teil dieses Landtages so sieht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat